Zinswende in Aussicht? Bekommt Bitcoin bald wieder die Kurve? Und damit hallo und herzlich willkommen zum Bitcoin Report im Juni 2024. Mit diesem Format versorgen wir euch einmal pro Monat mit den wichtigsten Charts, Fakten, Daten, Fundamentals und On-Chain-Metriken um die Kryptowährung Nummer 1. Auf geht's! Wer die letzte Woche nicht hinterm Mond gelebt hat, der hat es sicherlich mitbekommen. Bitcoin hat nochmal deutlich korrigiert. Denn kurzfristig üben makroökonomische Risiken, wie zum Beispiel eine drohende Rezession in den USA, weiter Druck auf die Kryptoleitwährung aus. Doch der Bullenmarkt ist weiterhin intakt und mit Blick auf eine mögliche Zinssenkung der Fed und den noch ausstehenden Halving-Effekt könnten sich für mutige Investoren jetzt gute Einstiegspunkte ergeben. Und bevor wir uns in die Charts und Grafiken stürzen, schalten wir noch einmal zu David Scheider. David ist überzeugter Bitcoiner und als BTC Echo Redakteur hauptverantwortlich für diesen Report. David, hol uns doch bitte einmal ab, wo steht Bitcoin gerade im Gesamtkontext und was ist die Banana Zone? Hi Peter, Bitcoin im Gesamtkontext steht seitwärts. Seit dem Allzeithoch im März geht es seitlich bis abwärts und die Banana Zone ist natürlich dann erreicht, wenn man für einen Bitcoin eine Tonne Bananen bekommt. Stimmt nicht so ganz, was die Banana Zone wirklich ist, darüber sprechen wir gleich nochmal. Alles klar, da bin ich mal gespannt. Und ja, du hast es gerade schon angeschnitten, warum läuft denn Bitcoin seit März dieses Jahres seitwärts? Also es fing ja eigentlich alles ganz gut an mit den ETFs, es ging steil nach oben, dann im März das Allzeithoch bei ungefähr 73.000. Ja, und seitdem diese Seitwärtsphase, gibt es da Gründe für? Da gibt es Gründe für. Man kann einfach sagen, der Markt ist deutlich abgekühlt. Der Hauptgrund dafür ist die globale Liquidität M2. Das ist auch so das Hauptnarrativ in diesem Bitcoin-Report, über den wir gerade sprechen. Die globale Liquidität M2 bezeichnet ein recht breit gefasstes Geldmengenaggregat. Also Sparbücher, Sparbriefe, aber auch Geldmarktfonds sind da mit inbegriffen. Und da geht es einfach darum, wie viel Liquidität gerade am Markt handelbar ist, und Bitcoin ist historisch ziemlich stark korreliert mit der globalen Geldmenge M2, und auf die haben natürlich auch Zentralbanken einen Einfluss, und da sind wir dann gleich in einem relativ großen makroökonomischen Kontext. Da geht es dann um den Leitzins, die EZB hat ihn ja bereits gesenkt, die Fed noch nicht so richtig, aber ja, auch da zeichnet sich eventuell am Horizont irgendwann so eine leichte Lockerung ab. Ja, und so unschön gerade und so anstrengend gerade diese Seitwärtsphase ist. Aber wir müssen eindeutig konstatieren, Bitcoin hat im Laufe dieses Jahres immerhin noch 42% plus einfahren können. Also das ist gar nicht so schlecht. Auch dafür wird es sicherlich Gründe geben, oder? Genau, man kann eben sagen, dass das Marktumfeld gerade nicht gut für nicht verzinsliche Assets wie Bitcoin ist. Also Bitcoin gibt ja keinen Cashflow, ist ein spekulatives Asset. Nichtsdestotrotz, du hast es gerade auch schon gesagt, läuft es gemessen dafür, dass es wirklich eine extrem starke Kontraktion der Geldmenge war nach dem Covid-induzierten Stimulus, die vor allem die Fed gegeben hat. Und dadurch gab es ja auch diese hohen Inflationsraten. 2022 war die Inflation in den USA fast bei 10%. Nichtsdestotrotz, du hast es gesagt, läuft Bitcoin gemessen daran recht gut. 42% seit Jahresbeginn sind nicht schlecht. Um die Frage zu beantworten, da gibt es im Prinzip zwei Antworten drauf. Die eine sind die ETFs, die andere ist das Halving. Die ETFs waren der erfolgreichste Start von Indexfonds in der Börsengeschichte. Insgesamt sind 15 Milliarden US-Dollar in die Produkte von BlackRock, Fidelity und Co. geflossen. Das ist ein Rekord. Und das Halving mag vielleicht noch keinen realökonomischen Effekt haben. Das setzt sich erst so Richtung nächstes Jahr durch. Aber natürlich hat es für Aufmerksamkeit gesorgt und das hat dann schon auch für einige Pluspunkte bei Bitcoin gesorgt. Okay, super. Das ist einleuchtend natürlich. Ja, und jetzt noch zu der eingangs erwähnten Südfrucht. Was hat es mit dieser Banana Zone auf sich und in was für einer Branche leben wir, dass wir darüber reden? Ja, natürlich geht es da nicht tatsächlich um Bananen. Es hat auch nichts damit zu tun, wie der Bananenpreis umgerechnet zu Bitcoin ist. Das ist so ein Begriff, denn der Hedgefondsmanager Raoul Pal, der dieses ganze Narrativ um die Zukunft von Bitcoin im aktuellen makroökonomischen Umfeld so ein bisschen geprägt hat. Ich erkläre mir dieses Szenario so, dass es dann einfach, dass die Banana Zone kommt dann, wenn es richtig wild wird am Markt. So kann man es eigentlich zusammenfassen, weil
man kann schon so ein bisschen sehen, dass, wie gesagt, die Zinspolitik gelockert wird und gleichzeitig wird sich dieses Halving ja irgendwann am Markt durchschlagen. Das heißt, du hast dann zwei ziemlich entscheidende Faktoren, die sehr, sehr positiv auf den Bitcoin-Preis wirken können. Und das Timing ist natürlich nochmal eine andere Frage. Ich rechne so mit Herbst, Winter dieses Jahres, aber vor allem im Frühjahr 2025. Damit rechnet auch Raoul Paul, wenn es dann wirklich losgeht mit der eben genannten Banana Zone. Ja, genau. Es geht da um die Form der Banane, dass es dann so parabolisch nach oben geht, ne? Ganz genau. Alles klar. Okay, danke dir, David. Wir sehen uns nächsten Monat beim nächsten Bitcoin-Report an dieser Stelle wieder. Ja, und jetzt widmen wir uns den Charts. Vorher natürlich noch der Hinweis, dass ihr diesen Report auch in Gänze lesen könnt. Wir schmeißen euch den Link einmal hier oben rein. Und damit sind wir bei der globalen Geldmenge M2, die David gerade schon so explizit genannt hat. Bei M2, auch wie er erwähnte, handelt es sich um ein breit gefasstes Geldmengenaggregat, das auch Liquidität wie Sparbücher, Sparbriefe, aber auch Geldmarktfonds beinhaltet. Und wir sehen hier an diesem Chart, wie es um die globale Liquidität bestellt ist. Wir starten im Jahr 2008. Es geht wenig überraschend aufwärts. In der Regel, der Trend ist aufwärts. Aber es gibt halt auch immer wieder korrektive Phasen. Und das hängt ganz stark mit dem Bitcoin-Preis zusammen. Wenn wir uns zum Beispiel einmal hier 2018 angucken, Bitcoin top damals, Dezember 2017, Anfang 2018, sehen wir ganz klar hier auch einen Peak in der globalen Liquidität und dann das folgende Bärenjahr, der Bärenmarkt 2019, korreliert hier wunderbar mit der abnehmenden globalen Liquidität. Dann haben wir hier 2020, Corona. Es geht eindeutig nach oben. Wir sehen ungefähr im Jahr 2022 sehen wir hier das Top der Liquidität und wir wissen ja alle, Bitcoin hatte seinen Top im November 2021, also hier auch eine hohe Korrelation. Dann jetzt der Bärenmarkt, durch den wir ja eigentlich auch schon seit gut einem Jahr schon wieder durch sind, haben hier den Boden erreicht und jetzt befinden wir uns hier in so einer Seitwärtsphase und das ist im Moment das, was den Bitcoin-Kurs nicht so wirklich von der Stelle kommen lässt. Wir sehen aber hier die Prognose von Global Macro Investor, deren Everything Forecast sieht vor, dass hier die globale Geldmenge wieder stark ansteigt, wieder den oberen Rand dieser Range hier erreicht und das Top soll ungefähr im Juni 2025 sein. Wenn der Bitcoin-Preis wirklich damit einhergeht und diese Prognose eintritt, dann kann man sich diesen Bereich schon einmal vormerken für ein mögliches Bitcoin-Top. Um die starke Korrelation von Bitcoin und der globalen Liquidität noch einmal zu visualisieren und zu verdeutlichen, gibt es hier eine Berechnung, die zeigt hier auch einmal die globale Liquidität, hier den Preis von Bitcoin. Das ist Ende 2023 beziehungsweise das muss Januar 2024 sein, denn wir sehen hier halt noch nicht das neue Allzeithoch. Und was jetzt wichtig ist, ist die Regressionsanalyse von GMI oder Global Macro Investor. Die kommen auf den Wert von 0,863. Das sagt euch jetzt wahrscheinlich erstmal nichts, heißt aber, dass Bitcoin zu 86,3% mit der globalen Geldmenge M2 korreliert. Und das ist vielleicht ein bisschen ernüchternd, wenn man sich jetzt denkt, wenn man philosophisch und auch ideologisch, politisch hinter Bitcoin steht, mit allem, wofür Bitcoin steht, wenn man großer Fan der Halvings ist und dann hört und sieht man, zu 86,3% ist der Bitcoin-Kurs einzig und allein an die globale Liquidität gekoppelt. Schauen wir uns deshalb, weil sie so wichtig ist, nochmal die globale Liquidität an. Wir sehen ja hier auch den Bitcoin-Kurs, der hier wunderbar seine Hochs ausbildet, wo auch die globale Liquidität ihre Hochs ausbildet. Wir hatten es gerade schon erklärt. Die tanzen sehr eng umschlungen, die beiden. Hier sehen wir es nochmal sehr deutlich in den letzten zwei Jahren. Und jetzt gibt es hier wieder die Prognose von GMI, die davon ausgehen, dass wir bis September 2024 einen 27-prozentigen Anstieg in der globalen Liquidität sehen werden. Das heißt, Bitcoin würde hier mit hochziehen. Bitcoin-Target wird hier mit 230.000 US-Dollar angegeben. Dann bis Juni 2025, Year over Year, Steigerung in der Liquidität.
sind noch 17%. Also wenn man jetzt vom Juni 2025, das war ja gerade auch das Top, wenn man da jetzt 12 Monate zurückrechnet, dann steigt die globale Liquidität noch um 17%. Da wird dann ein Zyklus-Top bei Bitcoin in Höhe von 400.000 US-Dollar veranschlagt. Sehr bullische Prognose nach meinem Dafürhalten. Und dann geht es hier weiter. Dezember 2025 befinden wir uns dann auf dem Weg nach unten. Bitcoin dann auch nur noch bei 300.000 laut diesem Everything-Code. Das ist ganz ehrlich gesagt eine Blackbox. Da wissen wir jetzt auch nicht, was da alles an Parametern mit reinfließt. Und dann sehen wir hier minus 5% schon im Juni 2026, Dezember 2026 dann auch noch weitere minus 4,5%. Und Bitcoin ist dann wieder geschrumpft, hat eine 50-prozentige Korrektur auf 200.000 US-Dollar hingelegt. Ob das so eintritt, wissen wir nicht. Aber es ist ein mögliches Szenario, das man mal auf dem Radar haben kann. Dann gerade von David ebenfalls schon angesprochen, der Halving-Effekt. Und wir sehen hier in diesem Chart die Price-Performance seit dem Halving. Und in Orange sehen wir hier die erste Epoche, wie es heißt. Da gab es noch 50 Bitcoin pro gefundenem Block in der Block-Subsidy. Dann als zweite Epoche ist hier in Rot die 25 Bitcoin pro Block-Phase. Die dritte Epoche in Grün, 12,5, in Blau. In Grün ist die vierte Epoche, die wir gerade abgeschlossen haben, mit 6,25 Bitcoin pro Block. Und die aktuelle Epoche, die fünfte, in der wir uns gerade befinden, mit 3,125 BTC pro gefundenem Block, ist hier unten dieser kleine schwarze Strich. Und wir sehen, dass wir ziemlich genau dort sind, wo wir eigentlich statistisch gesehen sein müssten. Also die zweite Epoche, die hat klar outperformed, die ist hier steil nach oben gegangen, aber wir sehen sowohl die erste, die dritte, als auch die vierte, die waren sogar alle noch schlechter. Das heißt, im Vergleich steht Bitcoin nach diesem Halving relativ bullisch da, aber wir sehen auch, dass wir hier eine lange Seitwärtsphase gehabt haben, bevor dann auch in den anderen Epochen, hier in der ersten Epoche ziemlich radikal und deutlich der Anstieg erfolgte, die vierte und dritte Epoche hier in Grün und Blau haben sich sehr lange Zeit gelassen und das, was als Banana Zone bezeichnet wurde, das ist zum Beispiel hier in Blau diese Phase, die dann so parabolisch nach oben geht. Aber wir sehen im Moment die aktuell langweilige Seitwärtsphase, überhaupt nichts Besonderes für eine Zeit nach dem Halving. Der Halving-Effekt, der braucht einfach ein paar Wochen und sogar Monate, um dann wirklich auf den Marktpreis durchzuschlagen. Und jetzt kommen wir zur Chartanalyse von unserem BTC Echo Marktexperten Stefan Lübeck, mit dem ich ja auch jeden Montag den Invest moderiere. Und wir sind hier im interaktiven Live-Chart. Wir verlinken euch den Live-Chart. Da könnt ihr wirklich dann tagesaktuell sehen, wo steht Bitcoin gerade an den Unterstützungen und Widerständen, die unser Marktexperte Stefan Lübeck hier eingezeichnet hat. Wir befinden uns im Wochenchart, jede Kerze also eine Woche. Und was wir sehen, wir sind deutlich unter die Räder gekommen hier in den letzten Wochen und stehen gerade an einer deutlichen Unterstützung, die fängt bei ungefähr 61.000 US-Dollar an und geht auf der Unterseite bis 59.250 ungefähr. Diese Unterstützung kann im Moment noch von den Bullen verteidigt werden. Man sieht allerdings das Momentum die letzten drei Wochen eindeutig auf Seite der Bären. Und wenn diese Unterstützung hier hält im Bereich der, ich sage jetzt mal grob 60.000, dann müssen die Bullen auf der Oberseite hier rot eingezeichnet den Widerstand rausnehmen, der bei 66.289 anfängt, geht bis 67.214, dann kommt der nächste Widerstand, 69.000 bis 69.600 und erst wenn diese 69.600 nachhaltig überwunden werden konnten, dann können wir das Allzeithoch wieder angreifen, das ja hier im Bereich der 73.000 liegt. Wenn jetzt hier die Unterstützung im Bereich der 60.000 nicht hält, dann ist der nächste Support erst wieder ungefähr bei 52.000 US-Dollar hier unten anzutreffen. Also nochmal ein deutliches Stück abwärts. Was seht ihr sonst noch? Ihr seht hier den Exponential Moving Average 20, also den 20er Durchschnitt, 20er gleitender Durchschnitt im Wochenchart. Und das ist der Exponential Moving Average 50, also
die 50 Wochen hier exponentiell gleitend abgebildet. Jetzt einmal wieder nach all den eher bärischen Nachrichten etwas Positives. Und zwar geht es hier Bitcoin im weltweiten Vergleich. Wir sehen hier links Bitcoin auf Jahressicht, also die letzten 12 Monate zurückgerechnet, konnte 102,9% einfahren. Gold nur 20, selbst Ethereum letztens noch stark angestiegen wegen den Genehmigungen der 19b4-Anträge rund um die Ethereum Spot ETFs, nur mit knapp 80% auch noch hinter Bitcoin, und die ganzen konventionellen Assets, der S&P 500, Nasdaq, der Technologieindex der USA, auch nur 32,5 im Vergleich zu 102,9 bei Bitcoin. Der DAX noch weiter abgeschlagen und auch das weitere Edelmetall Silber hat zwar besser performt als Gold, aber alle deutlich hinter Bitcoin. Wenn hier irgendjemand den Ton angibt, was Performance auf die letzten 12 Monate betrifft, dann sind es eindeutig die Kryptoassets und Bitcoin ist hier die Nummer 1 vor Ethereum. Ganz wichtig natürlich auch immer die Einnahmen der Bitcoin-Miner, die ja dieses Ökosystem am Leben erhalten. Und wir sehen hier die Bitcoin-Miner-Revenues. Das ist die Subsidy, das sind die Transaction Fees. Der Block Reward setzt sich ja aus diesen beiden Komponenten zusammen. Einmal hier in rosa die Block Subsidy, der größte Teil. Das ist das, was sich alle 4 Jahre, alle 210.000 Blöcke halbiert und im Moment bei 3,125 Bitcoin pro gefundenen Block liegt. Und die Transaction Fees, die sind variabler noch als diese Subsidy, die ja mathematisch festgelegt ist und sich, wie gesagt, alle 210.000 Blöcke halbiert. Die Transaction Fees sind da deutlich variabler, die können mit jedem Block eigentlich unterschiedlich ausfallen. Wir sehen hier zum Beispiel Ende 23 sehen wir einen starken Anstieg, das waren die Bitcoin Ordinals, die da für einen starken Anstieg gesorgt haben und die Blöcke teilweise auch verstopft haben. Spannend zu sehen ist natürlich jetzt hier der Bereich rund um das Halving. Wir sehen hier einen ganz starken Einbruch natürlich der Block Subsidy für die Miner, sie hat sich einfach halbiert, so ist es mathematisch vorgesehen. Was wir hier natürlich noch sehen, dass sich kurzfristig die Miner hier ein goldenes Näschen verdient haben, denn viele Menschen wollten mit ihrer Transaktion im 840.000. Block, dem Halving-Block, drin sein, haben deshalb hier exorbitant hohe Transaktionsgebühren bezahlt, die natürlich den Minern zugute gekommen sind. Aber man sieht auch, als der Spaß mit dem Halving vorbei war, sind auch diese Einnahmen für die Miner deutlich eingebrochen. Und so sind die Miner im Moment unter einem erheblichen ökonomischen Druck und müssen ihre Bitcoin halt verstärkt auf den Markt werfen, was natürlich dann auch wieder für Verkaufsdruck sorgt. Jetzt zum Abschluss dieser Grafiken wollen wir euch natürlich noch etwas Bullisches präsentieren und das ist eindeutig der Zustand von Bitcoin auf den Exchanges, BTC auf den Kryptobörsen, und seit 2020 sinken diese Bestände kontinuierlich. Wir erleben hier den höchsten Stand am ungefähr März 2020 befanden sich 3,2 Millionen Bitcoin auf Exchanges. Dieser Wert ist kontinuierlich gesunken seit 2020 auf 2,3 Millionen nur noch. Das ist damit der niedrigste Stand ungefähr seit dem Bullrun seit dem Bärenmarkt 2018. Und diese Entwicklung, die wir hier am Ende sehen, die ist eine sehr gute Entwicklung, denn Bitcoin, die nicht auf Börsen liegen, können auch nicht verkauft werden. Im Prinzip das hier alles eine sehr bullische Entwicklung, die weiter für Knappheit sorgt, wenn dann die Nachfrage endlich mal wieder ansteigt. Denn dann stehen der steigenden Nachfrage immer weniger Bitcoin auf Börsen gegenüber. Und wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, dann steigt auch wieder der Preis. Und damit bedanken wir uns bei dir ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du daraus einen Mehrwert mitnehmen konntest, dann lass uns jetzt gerne einen Daumen nach oben da und teile dieses Video mit allen Menschen, von denen du denkst, dass sie es sehen sollten.